Ich möchte heute mit einer neuen kleinen Serie starten, wo es so rund um Kenntnisse in Bezug auf die Pfeife gehen soll. Heute fange ich an, indem ich verschiedene Pfeifenmaterialien vorstelle, also all die Stoffe, aus denen Pfeifen gemacht werden können, und das wird sicherlich nicht vollzählig sein, aber doch einen ersten Überblick geben. Der zweite Teil der kleinen Serie, die übrigens in loser Folge kommen wird, also auch gelegentlich unterbrochen von einigen der traditionellen Reviews oder Pfeifenvorstellungen. Der zweite Teil der Serie wird sich dann mit den Oberflächenbehandlungen von Pfeifen befassen. Dabei wird es nicht nur um die unterschiedlichen Beizungen gehen oder ob eine Frage glatt oder Natur oder poliert ist oder wie immer, sondern es geht eben auch um die Frage von Rustizierung, von Bürsten, von Hämmern von Pfeifen und all die Möglichkeiten, die es gibt, Pfeifenköpfe zu ummanteln. Und da ist man in der Vergangenheit schon sehr findig gewesen und ist es bis heute auch noch. Der dritte Teil wird sich dann mit klassischen Pfeifen-Shapes beschäftigen. Da gucken wir uns mal an, was eigentlich so traditionell in der Literatur an Pfeifenformen genannt wird. Und der letzte Teil, das ist dann klar, da wird es um die Freehand-Formen gehen, also um all das, was nicht mehr zu den klassischen Formen zu zählen ist und wo Pfeifenmacher sich ganz und gar ihren eigenen Ideen hingegeben haben. Bevor ich heute loslege, noch eins vorweg. Manche von Ihnen haben in den letzten Wochen oder vielleicht sogar Monaten mir geschrieben und warten möglicherweise bis heute auf Antwort. Es ist schon so, dass ich beruflich und auch familiär sehr eingebunden war und überhaupt nicht dazu gekommen bin, all das zu bearbeiten, was an Anfragen gekommen ist. Ich hoffe, Sie können dann eine kleine Entschuldigung von mir entgegennehmen, und ich will auch versuchen, das ein oder andere noch zu bearbeiten, aber ob alle eine Antwort bekommen, das kann ich nicht versprechen. Ich hoffe, dass ich in Zukunft da wieder ein bisschen besser sein werde, also nicht entmutigen lassen, sondern ruhig nochmal versuchen, mich anzusprechen. Ja, ich möchte also gerne heute sprechen über unterschiedliche Pfeifenmaterialien. Woraus werden Pfeifen gemacht? Und heute beantwortet sich die Frage zu, ich weiß nicht, 98 oder 95% von selber, nämlich natürlich aus Bruyère-Holz, aus dieser wilden Heideknolle. Das ist das heute angesagte Material für Pfeifen. Es hat sich einfach als ideal erwiesen, weil es hervorragend hitzebeständig ist, außerdem noch bildschön aussieht und verhältnismäßig gut zu bearbeiten ist. Nun ist und bleibt Pfeife Holz, und wir sind einfach immer bei dem Problem, dass wir hier Feuer und Glut in einem hölzernen Gefäß entfachen wollen. Und so braucht also der Umgang mit den Bruyère-Holzpfeifen schon ein bisschen Vorsicht. Vor allen Dingen dann eben, wenn sie wie diese hier noch nicht geraucht ist und von innen auch nicht irgendwie behandelt wurde, sodass man dann schon vorsichtig sein muss bei den ersten Rauchgängen, dass das Bruyère-Holz des Pfeifenkopfes sich an die Glut des Tabaks gewöhnen kann. Es gibt einige Versuche, dieses Problem etwas zu umgehen. Zum Beispiel sehen wir hier bei dieser auch noch ungerauchten Pfeife von Winslöw, da hat man diese berühmt-berüchtigten Einrauchpasten eingebracht, die im Grunde so etwas wie ein Vorrauchen simulieren sollen. Die Hersteller schwören da auf unterschiedliche Pasten. Es gibt welche, die halbwegs neutral schmecken. Es gibt auch ganz fürchterlich schmeckende, sodass man am Anfang als Raucher tatsächlich wirklich durch die Hölle gehen muss. Es gab auch Versuche, das Bruyère-Holz auf noch intensivere Weise zu schützen, hier bei dieser Pfeife durch einen Meerschaumeinsatz, der eben die Hitze komplett vom Holz weghalten soll. Das funktioniert übrigens ohne Frage. Das geht natürlich in jedem Fall. Das kann man machen. Nur, ich bleibe einfach dann natürlich geschmacklich auf der Meerschaumpfeife und oder auf der Seite der Meerschaum, des Meerschaumgeschmacks, und habe überhaupt nichts von dem Bruyère-Holz und von dem eigenen Geschmack des Holzes. Auf Meerschaum kommen wir direkt nochmal jetzt weiter zu sprechen. Dies galt ja lange Zeit als eines der wertvollsten Materialien, jetzt geht das hier nicht auf, als eines der wertvollsten Materialien, um Pfeifen überhaupt herzustellen. Hier diese Meerschaumpfeife mit echtem Bernsteinmundstück.
Meerschaum ist ein Mineral, Sepulit heißt es mit dem chemischen Begriff, ein sehr poröses Material, das ähnlich wie BIMS sehr viel Luft aufnehmen kann. Und so gibt es tatsächlich auch so Meerschaumknollen oder Vorkommen, die tatsächlich so mit Luft gefüllt sind, dass sie auf dem Wasser schwimmen können. Angeblich soll daher auch ihr Name kommen, der deutsche Name Meerschaum. Gut. Das Einrauchen von Meerschaumpfeifen ist völlig unproblematisch. Die können nicht durchbrennen, die können höchstens heiß werden und sind dann unangenehm in der Hand, aber ansonsten ganz sehr, sehr leicht zu gebrauchen. Verfärben sich im Lauf der Zeit, wenn man sie intensiv raucht. Mit dieser ist das noch nicht passiert, wie man sieht. Verfärben sich die Pfeifen und werden dann rötlich, rötlich braun und am Schluss bis hin zu einem dunkelrotbraun bis zu einem Mahagoni. Farbton. Ja, das Material, wenn man es gewinnt, Eskişehir hier in der Türkei ist ein Ort mit Hauptvorkommen, dann ist es zunächst mal ganz weich wie Wachs und erst wenn es dann an der Luft trocknet, dann erreicht es eben die nötige Härte. Ja, das war also dieses Mineral Meerschaum. Ich könnte vielleicht noch Pfeifenstein pfeifen, diese aus mit indianischem Ursprung vorstellen, habe ich aber keine, von daher nur mal am Rande erwähnt. Aber bei den Hölzern, da können wir sicherlich erstmal noch weitermachen. Im Lauf der Jahre hat man unterschiedlichste Hölzer probiert. Dieses hier, nämlich Mooreiche, das ist ein Material, das in den letzten Jahren stärker auf dem Pfeifenmarkt angekommen ist. Mooreiche ist nicht zuletzt auch eingebracht worden von Dunhill in den Pfeifenbau. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Pfeifenmachern, die Mooreichenpfeifen anbieten. Wenn wir zurückgucken zu den Ursprüngen des Pfeifenbaus, dieses hier ist eine Pfeife aus dem Baltikum, dann sind aber häufig die ganz einfach zu habenden heimischen Hölzer verwendet worden, so wie hier zum Beispiel Weichselholz. Natürlich bekannt sind Pfeifen aus Olivenholz. Olivenholz hat sich als brauchbares Material erwiesen. Es ist nicht so schön, meistens jedenfalls nicht so schön wie Bruyère-Holz. Man muss es auch etwas vorsichtiger rauchen, aber das eignet sich durchaus. Andere Versuche, hier zum Beispiel mit Ahorn. Auch diese Pfeife ist gut rauchbar, allerdings liegt das daran, was jetzt schwer zu erkennen ist, dass sie einen Meerschaumpfeifeneinsatz hat. Ja, bei den unterschiedlichen Völkern sind in der Vergangenheit auch immer wieder unterschiedliche Hölzer genutzt worden. Hier zum Beispiel eine geschnitzte Pfeife aus Eichenholz. Oder, wenn wir weiter weggehen wollen, hier diese Kavum-Pfeife, die sich übrigens tatsächlich für kleine, normale Tabakfüllungen durchaus auch eignet, aus tropischem Hartholz. Oder hier eine chinesisch gefertigte Pfeife, die aus Palisanderholz hergestellt wurde. All das ist möglich, aber machen wir uns nichts vor. Die besten Ergebnisse beim Rauchen, die erreichen wir, wenn wir bei den Hölzern bleiben, in jedem Fall bei dem Bruyère-Holz. Ein gut rauchbares Material, das dürfen wir auf keinen Fall vergessen, das ist natürlich Maiskolben. Die Maiskolbenpfeifen werden hier aus einem speziell gezüchteten Mais hergestellt, der besonders hart und holzig ist. Und die gibt es in allen möglichen Varianten, zumindest in den Vereinigten Staaten. Bei uns sind ja eher so diese kleinen Formen bekannt. Aber Maiskolbenpfeifen kann ich nur empfehlen. Die haben wirklich sehr gute, leicht süßliche Raucheigenschaften. In der Vergangenheit haben Hölzer immer auch schon eine Rolle gespielt, aber uns muss klar sein, dass der Siegeszug der Bruyère-Holz Pfeife ja eigentlich erst knapp 150 Jahre her ist. Und ein wichtiges Material in der Zeit davor, das waren die zerbrechlichen Tonpfeifen. Die Tonpfeifen, die ohne Frage ganz gute Raucheigenschaften haben. Nicht zuletzt deshalb, weil sie eben in der Regel mit diesen langen Holmen hergestellt wurden, wodurch sich dann eben der Rauch sehr schön abkühlen konnte. Aber die Tonpfeife ist im Geschmack komplett neutral, da gibt es kein Crossover, also kein
kein Übergang von einer Tabaksorte zur nächsten, sondern das schmeckt eigentlich immer gut. Ja, auch in der Vergangenheit, vor allen Dingen in Deutschland, spielte eine Rolle Porzellanpfeifen, so wie hier diese alte Jägerpfeife mit einem bemalten Porzellankopf. Porzellan hat das Problem, dass das Material überhaupt nicht saugfähig ist. Das heißt, alles, was wir rauchen und was an Pfeifen oder Tabaksaft entsteht, das bleibt sozusagen in der Pfeife. Darum haben die Pfeifen hier unten solche Knie bekommen, in denen dann der Tabaksaft abtropfen konnte und der Pfeifenkopf war dann eben nach oben fortgezogen, sodass man da nicht immer den Saba im Mund hatte. Trotzdem rauchen sich diese Porzellanpfeifen, diese alten, nur bedingt gut. Also ich würde zum tatsächlichen Rauchen dann doch immer Gesteckpfeifen vorziehen, die einen Holz, am besten sogar einen Bruyère-Holzkopf haben. Etwas anders von der Technik ist diese Porzellanpfeife der Firma Manhattan. Die kann man tatsächlich ganz gut rauchen und nutzen, denn sie hat, obwohl sie sehr schmal ist, eine Doppelwand und in der Mitte ist einfach nur Luft. Dadurch kühlt sich die Pfeife relativ gut ab und man kann sie beim Rauchen weitgehend in der Hand halten. Das Problem bleibt allerdings auch hier, dass wir schnell mal Tabaksaft in den Mund bekommen können. Metallpfeifen sind bei uns aus gutem Grund nicht beliebt. Das hier ist eine chinesische Silberpfeife. Auch in Indien wurden viele Metallpfeifen genutzt und ausprobiert. Das ist nicht wirklich gut zu rauchen. Typisch zu sehen hier unglaublich kleiner Kopf mit einer minimalen Tabakfüllung. Das entspricht durchaus oder entsprach zumindest in der Vergangenheit durchaus den chinesischen Rauchgewohnheiten. Und wenn wir schon bei China sind, da gibt es heute auch die Versuche, eine Pfeife aus komplett anderem Material zu fertigen. Die soll hier irgendwie noch erinnern, glaube ich jedenfalls, an Bruyère-Holz, wobei das ja eher wie so ein Krokoleder rüberkommt. Die Pfeife ist aus Kunststoff gearbeitet und hat nur einen kleinen Kopf, der aus einem relativ weichem, an Kiefern erinnernden Holz gemacht ist, wodurch die Pfeife so gut wie unbrauchbar ist. Und ein letztes noch, weil wir ja eben schon mal Bruyère-Holzpfeifen und Metallpfeifen gesehen haben. Natürlich gibt es immer wieder auch so ein Materialmix. Also hier diese Pfeife mit Aluminiumstiel und Bruyère-Holzkopf der Firma Lindberg. Bekannt sind auch die von Falcon. Diese Materialmixe in Systempfeifen, das war immer wieder mal ein Versuch wert. Es ist auch nicht so, dass das unbrauchbar wäre. Nein, im Gegenteil. Ich finde, dass die Pfeifen besser sind als ihr Ruf. Kann man also durchaus mal probieren. Aber letzten Endes werden wir Pfeifenraucher bei all den unterschiedlichen Materialien, die man uns möglicherweise anbietet, doch immer zu dem einen, zu dem wahren, zu dem echten Pfeifenmaterial zurückkehren. Und das ist das Bruyère-Holz. Gut, nächstes Mal geht es also um die verschiedenen Oberflächenbehandlungen von Pfeifen. Bis dahin, tschüss.